Sie besuchen noch die HTL, doch heute hat es sie auf die Technische Universität verschlagen. Hier drehen die Schülerinnen und Schüler der HTL Otterkring einen Teil ihres Videos, das sie für den Kreativwettbewerb Technolution einreichen möchten. Das Thema: Frauen, die in technischen Berufen erfolgreich sind. Frauen wie Gertrude Kappel. Ich bin die Gerti Kappel. Ich habe eine Professur für Wirtschaftsinformatik an der Technischen Universität Wien seit 2001. Den Umgang mit Kamera und anderem technischen Equipment haben die Schülerinnen und Schüler im Fach Medientechnik geübt. Nebenbei haben sie sich damit auseinandergesetzt, warum sich gerade auch in Österreich immer noch weniger Mädchen als Burschen für Technik und Naturwissenschaften interessieren. Ich denke auf jeden Fall, dass Mädchen von klein auf weniger damit konfrontiert werden, weil natürlich, wenn man an ein Mädchen denkt, ist es heute noch immer so, dass man an ein Mädchen also denkt, das mit Puppen spielt und das von klein auf einfach auch mit Kleidern herangezogen wird, und da passt die Technik auch irgendwo nicht ganz rein. Ich glaube, das ist der einzige Grund. Das ist, glaube ich, in den Köpfen einfach nur so festgesetzt, dass es eben Männerberufe gibt und Frauenberufe, und ich glaube, da sollte man eben ansetzen, dass Frauen genauso in der Technik tätig sein können wie Männer eben auch. Dass sich im Vergleich zu früher aber schon viel verändert hat, hat ihr Lehrer bei den Vorbereitungen für das Videoprojekt bemerkt. Zu der Zeit, wo ich begonnen habe zum Studieren, da waren an der Technischen Universität Wien noch ganz wenig Frauen zu finden. Mittlerweile, wenn man ins Internet schaut, gibt es Gott sei Dank wesentlich mehr Frauen. Neben interessanten Frauen lernen die Schülerinnen und Schüler aber auch neue technische Berufsbilder kennen, die allgemein noch wenig bekannt sind. Auch das ist ein Ziel des Wettbewerbs, denn Umwelttechnik, Astrophysik, also es gibt hier unglaublich spannende Felder, wo wir Leute und speziell auch Frauen in der Technik brauchen. Die Schülerinnen und Schüler, die an dem Wettbewerb teilnehmen, lassen sich von alten Klischees und Rollenbildern jedenfalls nicht einschüchtern. Wieso sollten nur wir, also wir Frauen, dann in der Küche hocken und die Männer dann das spaßiger machen? Wir würden alle davon profitieren, wenn mehr Frauen in die Technik gehen würden.